Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift gelesen habt, gibt es heute wieder ein Haul von mir. Und zwar war ich in der Drogerie shoppen und auch ein paar Produkte außerhalb der Drogerie. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit den Produkten, die ich nicht in der Drogerie gekauft habe. Und da habe ich zum einen die Rituals, The Ritual of Sakura, die Cherry Blossom and Rice Milk Hydrating Hand Lotion mitgenommen. Das ist diese hier. Und die riecht so lecker, Leute. Also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal an der Serie von den Ritual of Sakura gerochen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es riecht. Und es duftet einfach so gut, es pflegt die Hände so gut. Ich liebe dieses Produkt jetzt schon. Ja, dann war ich vor kurzem in Luxemburg kurz drüben und da waren wir auch in einem Supermarkt drin und da habe ich ein paar coole Produkte gefunden, beziehungsweise Duschgele hauptsächlich. Und da habe ich einmal das Le Petit Marseilles, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit Honig und Lavendel mitgenommen. Das ist dieses hier. Das habe ich gesehen, gibt es aktuell noch nicht in Deutschland, beziehungsweise nicht bei DM, weil DM hat ja, glaube ich, 4 Sorten mittlerweile. Das riecht wirklich nach Honig und Lavendel. Ganz, ganz toller Duft und bin ich auf jeden Fall mal schon sehr gespannt, wie das Duschgel so ist. Auch mitgenommen ein Produkt, was es früher oder vor letzten Jahr, also im letzten Jahr gab es, glaube ich, einen Aufsteller bei Rossmann mit den Produkten von Tahiti. Das sind diese hier. Und da habe ich mir einmal eine Monoi-Dusche wieder mitgenommen. Und die duftet nämlich so lecker. Oh, ganz, ganz, ganz toller Duft. Mag ich sehr, sehr gerne den Duft und freue ich mich auch schon, den unter der Dusche verwenden zu können. Und noch ein Duschgel von Garnier, das Ultra Dux Dusche mit auf jeden Fall Rose. Und das andere kann ich nicht genau lesen. Und es ist ja halt wirklich was für Rosenliebhaber. Also es ist nichts für Leute, die keine Rose mögen. Also ja, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ja, wollt ihr vielleicht nochmal ein Update von meiner Duschgelsammlung haben? Wenn ja, dann liked fleißig das Video und schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Und wenn ihr eine aktuelle Duschgelsammlung sehen wollt, dann schaut bei der lieben Franka vorbei. Die hat nämlich vor kurzem eins abgedreht und hat auch eine ganz, ganz schöne Sammlung. Und ja, das war aber jetzt das letzte Duschgel aus diesem Haul. Ja, als nächstes war ich dann bei DM unterwegs. Das war gestern, nein, vorgestern erst. Und da habe ich noch dieses Körperpeeling oder Bodypeeling Icy Berry bekommen, das hier so aussieht wie so eine Eisdose. Sieht so aus. Und das habe ich auch schon einmal hier geöffnet. Und das riecht nach Erdbeere eigentlich. Also im Endeffekt rieche ich hier nur Erdbeere raus. So sieht das aus. Und ich habe es noch nicht getestet, ob das jetzt ein grobes Peeling ist oder ein feines Peeling. Werde ich auf jeden Fall mal demnächst ausprobieren. Von Balea habe ich mir hier mitgenommen ein Fuß- und Bein-Cooling-Spray Minty Melon. Erfrischt und vitalisierend. Das kann man sich einfach auf die Füße sprühen. Und das werde ich mir, glaube ich, mit ins Büro nehmen, weil ja, da bin ich die meiste Zeit und es hat jetzt im Sommer, und es ist noch nicht mal Sommer, 30 Grad in dem Büro und da kommt sowas eigentlich immer sehr, sehr gut an. Also bei mir, weil das einfach nochmal kühlt und erfrischt und mag ich einfach sehr, sehr gerne, wenn die Füße einfach mal so einen kühlen Touch abkriegen. Ja, Barfußzeit steht an und da habe ich die letzte Maske bei uns im DM erwischt, die Fußhornhaut-Entferner-Socken Feel Well. Das ist dieses hier und auch hier bin ich schon sehr gespannt drauf, das werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst ausprobieren und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das funktioniert und ob es funktioniert, ob ich es vertrage, ob ich es nicht vertrage und ja, wie das so ist. Ich werde euch das auf jeden Fall in einem Aufgebraucht-Video berichten, wie ich das fand. Und dann im Sale habe ich mitgenommen, ich glaube für 3,45 oder so, aber ich blende euch das ja wieder ein, von Biore die Free Your Pores Streifen in dieser Limited Edition. Ja, habe ich heute Morgen auch schon ausprobiert und muss echt sagen, das sind
die besten Stripes, die ich bis jetzt verwendet habe. Also die Balea, die schwarzen sind schon gut, aber hier habe ich echt über das ganze Pflaster hinweg habe ich kleine Pickelchen auf den Streifen gehabt nach dem Abmachen. Also die sind wirklich super und wenn ihr die noch bekommt, also für 3,45 Euro oder was die jetzt gekostet haben, statt irgendwie 7 Euro oder so, kann man das auf jeden Fall mal austesten. Hier sind 6 Nasenstripes drin und wenn ihr die schon kennt oder wenn ihr die austestet, dann schreibt mir das unten mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Also ich bin jetzt nach dem ersten Mal verwenden auf jeden Fall mal schon mal sehr begeistert. Ja, dann gibt es von Formi, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht oder Formi, Soft Certification, schonend pflegendes, festes Shampoo für empfindliches Haar. Das ist dieses Teilchen hier. Und ja, irgendwie weiß ich nicht warum, aber es hat mich auf jeden Fall mal sehr neugierig gemacht. Es ist ein festes Seifenstück. Das sieht so aus. Es kommt hier in so einem Beutel. Und so sieht die Seife an sich aus. Also im Endeffekt wie eine normale Seife. Und das soll für, ich glaube, 25 Haarwäschen ausreichen. Man gibt sich das in den Beutel rein, tut es unter fließendem Wasser einmal aufschäumen und gibt es dann in die Haare. Und da bin ich halt mal sehr gespannt. Also so schaut die Anleitung hier aus. Und ja, die werde ich auf jeden Fall mal demnächst austesten. Und bin echt mega gespannt und es duftet mega gut. Also es sind mit Sicherheit jede Menge Duftstoffe hier drin in dieser Seife. Es ist auf jeden Fall, oder es sollte dem natürlichen pH-Wert des Haares nachempfunden sein. Natürlich sind wir frei von Farbstoffen, Sulfaten, Parabenen, Silikon und all dem anderen Schnickschnack. Klar, dass wir 100% vegan und tierversuchsfrei sind. Hier habt ihr auch mal die Inhaltsliste, wenn euch das interessiert. Und ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich werde das, glaube ich, demnächst einfach mal ausprobieren und werde jetzt die 25 Haarwäschen dann testen und auch testen, ob es überhaupt 25 Haarwäschen sind. Hier steht da drauf für bis zu 25 Haarwäschen. Also wie gesagt, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Auch aus dem DM, das habe ich jetzt allerdings schon ein paar Wochen länger daheim, ist diese Maske hier. Und zwar ist es die Garnier Fructis Banana Hair Food Maske. Und die soll ja zu 98% aus natürlichen Ursprungs sein. Und so sieht es von innen aus. Also ich habe es auch schon verwendet. Und das riecht wie Bananenmilch. Also wenn ihr so Bananen-Vanillemilch kennt, also das riecht genauso. Und es riecht so lecker und der Duft hält so lange in den Haaren und es pflegt die Haare und es ist angenehm. Man kann es vor allen Dingen auch zu 3 unterschiedliche Varianten zum Verwenden. Als Spülung ganz einfach, dass man es halt kurz in die Haare mit reingibt. Dann als Maske auf nasse Haare auftragen, 3 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. Dein trockenes Haar wird intensiv gepflegt. Oder als Leave-In auf feuchtem oder trockenem Haar anwenden. Gib eine kleine Menge in die Längen, dein Haar wird gepflegt und ist länger, weich und geschmeidig. Also, ich habe alle 3 Varianten schon ausprobiert. Einfach als Spülung, als Maske und als Leave-In. Als Leave-In finde ich es ganz in Ordnung, wenn man halt jetzt wirklich extrem trockene Spitzen hat. Vielleicht, wenn man jetzt im Meer baden war oder so, kann ich mir das gut vorstellen. Aber so an sich brauche ich das jetzt nicht. Als Maske finde ich es eigentlich auch gut, nur ist es halt so, wenn man wenig Volumen in den Haaren hat, dann zieht es halt, also es beschwert halt die Haare trotzdem ein bisschen. Und als Spülung finde ich das eigentlich optimal, weil man das dann halt wirklich täglich verwenden kann. Man nimmt eine kleine Menge, gibt sich das kurz in die Haare und wäscht es wieder aus praktisch und es funktioniert genauso und es duftet auch genauso, als wenn man es jetzt 3 Minuten in den Haaren drinnen lässt. Also wie gesagt, ich bin von dem Produkt sehr, sehr begeistert und mir gefällt es richtig gut und es riecht so unheimlich lecker. Also wer auf Bananenduft steht, schaut euch das Produkt mal an. Wie gesagt, ich finde es richtig, richtig gut. Ja, dann habe ich noch 2 Sachen von DM und das sind diese 2 schönen Schätze aus der Coco Bronze LE. Das ist einmal dieser Bronzer hier in der Farbe 010. Den trage ich auch heute hier auf den Wange, also im Gesicht allgemein. So sieht die Prägung aus, also dieses normale Trended-Up-Prägung.
So sieht es einmal geswatcht aus. Und es ist halt auch wirklich weich und das kann man halt wirklich schön auch verblenden. Und ist halt jetzt für den Sommer optimal und vor allen Dingen ist der auch schön matt. Ja, als nächstes kommen wir hier zu dem Blush. Das ist der Golden Blush in der Farbe 010. Der hat dieses schöne Muster hier. Den habe ich heute auch versucht aufzutragen, aber der ist extrem pigmentiert. Und ich fand heute zu meinem Augen-Make-up, wäre das ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen habe ich den jetzt ganz fest verblendet, weil ich hatte den schon ein bisschen aufgetragen. Dann einfach nochmal so einen peachigen Ton drüber gegeben. Und so sieht es hier auf dem Finger schon mal aus. Und so sieht der geswatcht aus. Also der ist mega pigmentiert, aber eine richtig, richtig schöne Farbe. Also gefällt mir auch richtig gut und da muss man halt wirklich aufpassen. Aber dafür braucht man meiner Meinung nach einfach ein dezenteres Make-up. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Ja, gestern war ich dann noch beim Rossmann drin und habe mir ein paar Produkte geholt. Unter anderem diesen Pinsel hier. Der ist von For Your Beauty Brush No. 1. Der kostet 5 Euro, glaube ich. Für Gesicht und Dekolleté, Foundation, Puder und Primer mit dem innovativen Stilform in Zahnbürstendesign und der super weichen, dicht gebundenen Synthetikkärchen lassen sich cremig, flüssige sowie pudrige Produkte schnell in die Haut einarbeiten und optimal verblenden. Für einen ebenmäßigen Ton mit speziellen Stilformen kann ein ganz anderer Druck beim Auftragen erzielt werden als bei normalen Pinseln. Der Brush No. 1 eignet sich speziell für großflächiges Auftragen im Gesicht und Dekolleté. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich den auch heute schon verwendet. Und ich muss echt sagen, dass ich den klasse finde. Also, das ist so der erste Foundation Brush, wo ich jetzt nicht danach nochmal mit einem Beauty Blender drüber gehen muss, damit keine Pinselstreifen sind. Und er hat super gleichmäßig und super deckend aufgetragen, die Foundation. Hat mir mega gut gefallen. Und ja, also es gibt auch noch andere Größen und ich glaube, dass ich mir vielleicht noch ein paar holen werde, weil ich die echt super schön finde. Ja, als nächstes habe ich einen Kajalstift gesucht, der nudefarben ist, also kein hellweißer und auch kein andersfarbiger. Und da bin ich bei Love fündig geworden und zwar ist es dieser Stift hier. Das ist der Love Confessional Eyes Kohl Pencil Long Lasting No. 120 Veil of Nude. Das ist diese Farbe hier, den trage ich auch heute schon. Und das ist im Endeffekt einfach so ein schönes Nude. Und jetzt schaue ich nochmal. Ja, er ist auch immer noch auf der Wasserlinie drauf. Also den habe ich jetzt, glaube ich, seit... ich muss mal schnell auf die Uhr schauen. Ja, seit gut einer Stunde drauf. Und ist noch nicht von der Wasserlinie runter, also ist wirklich noch auf der Wasserlinie drauf. Ist halt einfach nur mal dafür da, um das Auge ein bisschen zu öffnen, ein bisschen heller zu machen. Und ja, ich werde ihn auf jeden Fall weiter testen und werde euch irgendwann mal berichten, ob mir der gut gefällt und ob er wirklich auch lange hält. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, welches ich heute auch schon ausprobiert habe. Und ja, fast mein komplettes Augen-Make-up vernichtet hätte damit. Ich konnte es Gott sei Dank noch einigermaßen retten. Gut. Und zwar ist es dieser Love The Roll Liner 18 Stunden Long Wear Waterproof Liquid Liner. Das ist dieses gute Stückchen hier. Und so sieht das Rädchen aus. Also man hat wirklich ein Rädchen und kann damit über die Haut fahren. Dadurch, dass es natürlich nicht flexibel ist, ist der Wing hier natürlich hinten sehr, sehr schwer. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal testen. Vielleicht einfach mal, bevor ich mich abschminke, einfach nochmal probieren. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr noch nicht kennt oder so. Und wenn ihr das einfach mal testen wollt oder einfach üben wollt, gerade auch mit so einem Produkt, muss man schon üben. Also vielleicht kriegt es der eine super damit hin. Ich habe es nicht ganz hingekriegt. Also hier einfach am Wimpernkranz funktioniert es einwandfrei. Aber sobald es an den Wing geht, habe ich es noch nicht hingekriegt. Werde ich auf jeden Fall weiter testen und ich werde üben, ob ich es hinkriege oder nicht. Und ich werde euch, glaube ich, auch hierzu irgendwann einfach mal kurz berichten, wie ich den Rollliner so finde und ob sich das lohnt oder nicht.
Ja, und dann kommen wir auch zu zwei Paletten noch. Also ich habe bei Rossmann zwei Paletten gekauft und mit denen habe ich heute auch mein Augen-Make-up geschminkt. Also das Blau ist aus der Palette, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist es diese Love Akit oder Axit Eyeshadow-Palette. Die habe ich für 7,50 Euro bekommen, weil die runter reduziert war. Die war auch noch original verpackt, aber leider, ich kann es euch nicht ganz zeigen, weil leider ist der Lidschatten gebrochen. Ich werde den demnächst einfach mal richten. Schaut auf jeden Fall auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Da werde ich diese Palette und die Swatches dazu auch einmal zeigen. So, und so sieht das gute Stück hier aus. Also wie gesagt, der goldene Ton hier ist leider rausgebrochen. Deswegen möchte ich die gar nicht so schief halten, sonst fällt mir alles raus. Und es sind richtig schöne Farben. Wie gesagt, schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da seht ihr die Palette geswatcht. Und wenn ich es hinkriege, dann zeige ich euch die Palette auch nochmal ganz. Ich werde versuchen, den Lidschatten nämlich zu richten mit dem Alkohol. Werde ich einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Weil bis jetzt hatte ich den Fall noch nicht, dass eine Palette bei mir kaputt angekommen ist praktisch. Und ich wollte es auch nicht umtauschen, einfach weil es die letzte war und weil mir die Farben einfach extrem gut gefallen. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Produkt, wo mich die liebe Jenny ein bisschen angefixt hat. Und zwar ist sie vom Kanal Jenny What Else. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall bei. Sie macht super tolle Videos, super tolle Reviews. Und sie hat letztens eine Sammlung hochgeladen, und zwar auf eine Make-up Revolution Sammlung. Und dabei auch die Sofx Palette hergezeigt. Und das ist dieses Schätzchen hier. Und die durfte jetzt auch bei mir einziehen. Die kostet 10 Euro, Leute, und die ist mega pigmentiert. Also ich habe hier schon eine Make-up Revolution Palette. Und von der war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Und so sieht die Palette hier von, also die Palette an sich aus, ohne die Umverpackung. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde diese goldenen Flecken gerade sehr, sehr schön. Und ja, jetzt, wenn ich sie aufkriege, genau. Ja, und so sehen die Farben hier aus. Ich finde sie mega, mega schön. Und diese Reihe hier ist nicht ganz so toll pigmentiert. Also hier, also beim ersten Swatchen, also ich habe ja von hier angefangen zu swatchen und von der ersten Reihe haben wir noch so, ob das was wird, aber es ist was geworden, Leute. Den Ton trage ich hier übrigens in meiner Lidfalte, richtig, richtig schön und toll pigmentiert. Genau sowas habe ich gesucht, weil ich habe schon ewig nach einem richtig schönen pinken Ton gesucht, der so gut rauskommt, und der ist es und der schaut echt mega schön aus, gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch dieses Grün hier ist mega schön, ganz, ganz tolle Farbe. Genauso wie das Lila oder dieser Ton hier, der vermutlich ein bisschen dunkler ist. Aber was ich echt cool finde, der kommt anders raus, als er im Pfännchen ist. Also der hat eine ganz schöne Farbe. Also wirklich so richtig schön changierend. Und also ich glaube nicht, dass man so eine Farbe vermutet in dem Pfännchen, weil es halt wirklich dunkel ist. Und auch das Schwarz hier am Ende ist mega pigmentiert. Also ganz, ganz toll. Also man hat auf jeden Fall Fallout. Also ich würde euch empfehlen, das habe ich heute auch gemacht, erst das Augen-Make-up und dann die Foundation aufzutragen, weil ihr müsst wirklich nochmal mit dem Kosmetiktuch drüber gehen und die Farbreste wegnehmen, weil die so pigmentiert sind, dass sie halt auch einfach ein bisschen krümeln. Aber ich muss ehrlich sagen, lieber habe ich das ein bisschen krümelt, bevor die Farbe einfach nicht vorhanden ist. Und wie gesagt, wenn man daran denkt, dass man halt erst das Augen-Make-up macht und dann die Foundation, dann ist es auch überhaupt kein Thema, dass man dann im Nachgang hier irgendwo Lidschattenreste hat. Und was ich halt heute auch gemacht habe, das ist jetzt natürlich durch den Lidstrich, fällt es nicht so gut auf, ist, ich habe einmal mit so einem Washi-Tape hier abgeklebt, dass man hier eine klare Kante hat. Da würde man theoretisch dann auch keinen Lidstrich brauchen. Ich wollte halt den Rollliner ausprobieren, was halt wie gesagt nicht ganz so gut funktioniert hat. Und ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es sehr, sehr schön geworden.
und mir gefällt das Ergebnis richtig gut und in Kombination mit der Laufpalette, mit dem Blau, ganz toll. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten, hier oder hier. Ich kann es mir einfach nicht merken, wo dieser Abonnier-Button ist. Schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr meine Videos in der Abo-Box haben wollt, dann klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, immer wenn ich eins hochlade. Ich lade ja nicht ganz so regelmäßig hoch, einfach weil ich berufstätig bin und weil mir dann oft auch die Zeit fehlt, weil ich meine, ich habe noch einen kompletten Haushalt, ich habe Freunde, ich habe meine Familie, die ich einfach auch gerecht werden will. Und YouTube ist einfach ein Hobby von mir, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss!